Ja, Kann genau. kommen, voll cool mit einem Auge. Oh, du musst Ada lesen. Okay. Wer ist da? Oh Gott, der Cowboy, der Sheriff. Und dreht voll durch. Alle haben voll Angst vor ihm, er sieht total albern aus. Aber knallt alle ab. Nein, tut er nicht. Das hat er von hinten noch nicht erkannt. Was? Achso, achso, Ada ist jetzt der hier. Ja, genau, du bist Ada. Okay, dann muss ich ja. Oh, ihr beide seid es, er muss ja voll hart sprechen, so. Ja. Ja, ja, das IP ist Blight. Das ist Evil Edge, ein sehr böser Wolf. Bleibt weg von ihm, hört ihr. Tagsüber schläft er sowieso die meiste Zeit. Oh Gott. Geht jetzt, geht nach Hause. Wird uns alle um. Rennt. Warum eigentlich Katzen? Ja, ich weiß es nicht. Ey. Boah. Warum wird nur ein ganz kleiner Teil des Bildschirms die ganze Zeit ausgenutzt? Das andere ist grau, oder? Ja, sehr merkwürdig. Hast du gehört, was sie sagte? Fette Evil Edge schläft tagsüber. Wenn wir nachts wiederkommen, könnten wir Evil sehen, wenn er wach ist und herumläuft. Ja, in der Zelle. Boah, richtig aufgeregt. Oh Mann, ey. Lass uns heute Nacht wiederkommen. Fett. Bis dahin können wir alle Delfinkünste spielen. Was? Ja. Was, Delfinkünste? Ja, Delfinkünste, keine Ahnung warum. Aber ja, gut, ich finde ja sehr gut angelegte Wege. Wirklich sehr gut gemacht. Also ich habe Delfinkünste verstanden. Weißt nee, Delfinküste. Wir setzen jetzt unsere Delfin... Jetzt, okay. Ja, genau. Und das ist jetzt die Stelle, wo wir wirklich anfangen können, ja, zu spielen. Oh, oh, oh. Was spielen wir? Der Fischknochen da. Ja, das war ich gewesen. Ich weiß aus Polizei und Bankräuber. Okay. Dann bin ich Bankräuber. Jahre die fette Katze und du Polizist und willst mich fragen. Okay, ja, Bewegungen und so weiter und so fort. Das weiß ich so gerade eben noch, glaube ich. Das kriege ich noch hin. Ja, genau, Bewegung. Ja, man muss nicht mit dem Maus sein, man kann nicht richtig steuern, man hat nur eine Fernbedienung. Und mit der Fernbedienung muss man dann, ja, steuern, sag ich mal. Und man kann die Kamera auch mit dem Steuerkreuz steuern und was sie nicht alles. Und ich bin der Bankräuberchef. Was? Oh. Miauenstein von Baldur? Hey, wie sowas in der Art, ja. Okay. Alle Schätze dieser Welt werden mir gehören. Ha, 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 ha. Sehr krank. Auf jeden Fall. Krieg mich doch. Okay, jetzt müssen wir töten. Okay, ja, machen wir das doch mal. Ach so, jetzt seht ihr meinen Knochen, der zeigt an, ja, wo meine Position ist mit B. Wenn ich B gedrückt halte, dann kann ich laufen in die Richtung, wo mein Knochen hin zeigt. Je nachdem, wie weit mein Knochen weg ist, kann ich ja schneller und langsamer laufen. Ist der Baum gerade einfach vor mir aufgetaucht? Ja, aber das spielt keine Rolle. Oh, was will der Kitzelst du mit dem Fischknochen? Ja, keine Ahnung, ich war das nicht. Okay. Gut, hier unten rechts haben wir anscheinend eine Karte und oben links haben wir so Zelda-like, haben wir so eine drei Herzen, ja. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh, ich will mal langsam laufen, ich bin realistisch. Oh, wo könnte er sein? Ja, mal die Kamera drehen, oh da Gott. Ist er! Ja, holt ihn dir! Ja! Okay, ich muss den Knochen ganz weit von mir wegdrehen, damit ich ganz schnell rennen kann. Ja! Krieg ihn! Mal mit Victor sprechen, ich hab ihn. Man muss ihn noch ansprechen, ey. Wie soll man das denn alles auf einmal machen? Okay. Jetzt steht er wieder da. Ja, genau. Okay. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt singst du, oder wie? Ich weiß nicht, er hat sich anscheinend richtig gefreut. Er hat zweimal mehr. Ich mehr kann dich in diesem Spiel nicht schlagen. Diesem? Okay. Sehr gut. Okay. Was weißt du doch, was spielen wir als nächstes? Ich hab keine Ahnung. Oh, Alter, voll die Qual. Ja, es ist echt, es ist so, oh Gott. Ich habe auch nie weiter gespielt als bis nach diesem Spiel, muss ich sagen. Weil ich wollte es mir einfach nicht länger antun, Fragezeichen. Okay. Wer der reichste im ganzen Land, so wie Godfrey. Godfrey? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Da haben wir gerade unser Geräusch, weißt du? Weiß ich, ich hab nur mich verschluckt. Ja, aber das reicht mir schon. Jari, die fette Katze. Ich bin diesmal der Räuber. Okay. Jetzt musst du wegrennen. Ja, nee, so, nee, ich verstecke meinen Schatz und du musst ihn finden. Achso. Okay. Ja, das hört sich auch simpel an. Bestimmt. Welches Alter ist das Spiel eigentlich? Was steht da drauf? Also bestimmt wird es dir auch gar nicht angezeigt, wo er ihn versteckt hat, so ganz offensichtlich. Bin ich der Meinung. Das werden wir sehen, das Spiel ist ohne Altersbeschränkung, sehe ich gerade. Okay.
Warum sehen die Katzen da so realistisch aus auf dem Bild? Die sehen hier gar nicht so aus. Aber wir haben unser Räuberspiel auch schon begonnen. Oh, okay, dann wollen wir mal unsere blöde... Okay. Ja, ich weiß, er redet jetzt so eine blöde Geschichte. Ich halte sie mal aus. Das ist total schlimm. Klick einfach weiter und meine Erfindung zusammengeschrieben. Wobei, du bist meine Erfindung. Oh, das, okay. Das war bestimmt so ein Projekt von irgendeiner Behindertenschule, die einfach so ein Spiel herstellen sollten. Ich will jetzt keinen verletzen damit oder beleidigen, aber... Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst. Aber selbst wenn, das ist auch ein schönes Katzenspiel geworden. Wobei, nicht an meinen Schatz lassen. Ich muss meinen Schatz beschützen, meine Käferdose und Angelausrüstung. Warum? Ich werde ihn lieber verstecken. Oh. Okay, Yari, die fette Katze. Nicht gucken. Du kannst einfach nicht sprechen, du bist... Ich kann einfach nur Mäau machen. Jo, das müsste schon reichen. Okay, wobei, hä? Ich hab gar nichts mitbekommen, aber was soll's. Das verstecken wir mir beim Ball und niemals hin. Okay, nun bereifen die Herausforderung. Ich gebe dir eine kleine Hilfe. Jetzt hast du etwas... Okay, lass das du vorlesen. Jetzt hast du etwas über die Käferdose und die Anglerausrüstung... Angelausrüstung erfahren, gefunden. Oh. Schnurrhaarratter. Okay. Halt A gedrückt, um zu suchen. Der Aufhebeanzeiger reagiert. Ey, ganz ehrlich, das Spiel ist so einfach für Leute, die noch nicht mal lesen können. Also für kleine Kinder. So wäre das geeignet. Ja, ist ja auch so. Richtung, okay, Richtung und Entfernung steht da. Okay, also jedes Mal, wenn wir dieses Schnurrhaarradar dann aktivieren. Wow. Manchmal findest du wichtige Gegenstände. Suchanzeige zeigt dir diese Gegenstände an. Das sind so eine Quest-Gegenstände bestimmt. Boah. Eine richtige Quest dafür. Ja. Distanz wird auch angezeigt. Was? Suchen. Wenn du in der Nähe eines Gegenstandes bist, erscheint das Grabensymbol. Die Webbedingung zweimal, um zu graben. Mit etwas Glück findest du den Gegenstand. Ja, das ist das, was ich so gerade eben noch kenne. Den blöden Schatz suchen. Okay, dann drücke ich doch einfach mal A. Okay. Oh, 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 oh. Es ist irgendwo da hinten. Ja. Er macht der Abgeroll. Er macht ja die ganze Zeit. Da ist irgendein grüner Bonbon oder so da rechts oder was auch immer das sein soll. Eine Pflanze oder was ist das? Eine Schlange? Ja, das ist eine Schlange. Oh. Und das sind so Gegner, aber die, sag schon, das Ding ist, bis jetzt, also soweit wie ich gespielt habe, also bis jetzt eben halt, ja. Man kann die irgendwie nicht besiegen. Aber du kannst dich zu Tode erschrecken, dass deine Katze stirbt. Sie greift dann auch nicht an, weil nur so. Tot. Noch ist sie glücklich. Weil, glaube ich, wenn ich zu nah rangehe, wird die pissig. Oh, oh, oh. Hilfe, nein, sie will mich töten. Voll das Dreieck-Teufelssymbol mit Schnurrbart. Ja. Oder mit Kinnbart. Nicht so. Zu nah rangehen. Ziegenbart. Okay, jetzt such mal die Angelausrüstung. Was, nee, da ist irgendwie Angelsymbol, oder? Ja, da. Ich gehe erst mal zum Angelsymbol hin. Wahrscheinlich darfst du jetzt angeln. Oder so. Das wäre zu schlimm, um wahr zu sein. Kriegst das können sie mir nicht antun. Wenn es einfach so ein weißer Hai kommt, einfach Katze fressen. Wow, wow, wow. Ich muss graben. Ja! Wow. Du hast Angelgeräte. So auch eine tolle Animation, wie du die ausgegraben hast. Ja, aber warum? Oh, du hast Angelgeräte. Ja, es ist noch besser und die Schlange schläft. Ich bin mal gespannt, was hier ist. Er zeigt mir hier ja noch irgendwas an. Ja, hier ist irgend sowas Specialiges, wahrscheinlich das Fragezeichen war für irgendwas Specialiges. Oh, oh, oh. Da. Oh, buddeln! Ich muss was Tolles finden. Oh, was ist das denn? Eine Aubergine. Ach du Scheiße. Warum, was soll ich damit? Weiß nicht, Katzen essen sowas vielleicht. Nein. Vielleicht nur fette Katzen, weil die alles essen. Ja, ich glaube, Yari ist eh alles. So eine fette Katze, die alles isst. Oh Gott. Wie ich einfach seine Frau hassen wird. Oh, guck mal, was ist das denn für ein Vogel? Einfach so ein fetter Klumpen mit dem Schnabel, weißt du? Ja, okay, graben wir erstmal wieder neu aus. Okay. Neue Aubergine. Oh Gott. Voll Aubergine-süchtig, ich hab die vorher nie gefunden. Vielleicht ja. Kannst du die auch alle verkaufen, wirst du zu so einem stinkreichen Master-Katzenviech. Oh. Ja, das wär's noch. So, erstmal will ich die Angelausrüstung. Also jetzt müsste jetzt der Köder sein, oder nicht? Du hast Insektenkäfig. Du hast, ja. Also ich meine, ja, es waren wirklich Franzosen, die das übersetzt haben. Wirklich sehr schön. Du hast Insektenkäfig. Du hast Stein gefunden. Okay, jetzt können wir nichts mehr finden. Ja, dann gehen wir halt weg hier. Dann gehe ich halt zurück zu der Katze da drüben. Mit Victor. Mit Victor und, oh Gott. Mäh, was war das denn für einer? Ich hab eine andere Katze gefunden. So eine Gangsterkette wieder und so ein hier Dingshut. Warren. Ein Naturwissenschaftler studiert alle Dinge in der Natur. Fische, Insekten, Pflanzen. Wir erforschen alles.
Und ich bin auf diesem Gebiet der Oberexperte unter den Experten. Ja, hau einfach von ihm ab. Er hat diesen Dings-Mütze hier. College-Abschluss-Hut. Ja, genau, er hat auch so eine Brille auf. Ach Gott. Geh einfach zu Victor. Ich geh jetzt weg, ey. Ich geh lieber zu Victor, ey. Dieses Spiel macht mich krank. Oh. Wieder diese Klumpen mit Schnabelviecher. Sie sieht aus wie so eine Kartoffel mit so einem gelben Schnabel. Kann man überhaupt irgendwie speichern? Nee, man darf nicht speichern. Okay, wahrscheinlich müssen wir erst noch weiterspielen, das müssen wir uns noch so lange antun. Ja, du hast auch kein. Du kannst echt Geld kriegen. Guck, da oben war 0G. Null Geld soll das wahrscheinlich heißen. Ja. Oh nein, du hast sie gefunden. Miaunstein. Eigentlich wollte er wahrscheinlich Steinschrein, kann das sein? Das würde doch viel mehr Sinn machen. Ja. Steen. Vom Baldur, dafür wirst du bezahlen. Boah, richtig böse. Jetzt werden wir uns verkloppen oder jetzt so. Jetzt kommt so ein Battle, jetzt kommt wie so ein 2D-Fight-Spiel mit Ready, Fight und Leben. Ja, genau, Mortal Kombat so. Vor allem den Kombos, ja. Das war also zu einfach für dich, Yari, die fette Katze. Okay, so, du hast jetzt Angler-Ausrüstung, so habe ich jetzt irgendwie erhalten. Aha. Käfig und... Ja, Käfig und alles andere. Ich habe neue, brauche sie also nicht mehr. Ich habe neue... Oh, Herzchen. Oh, oh. Kein Grund zur Aufregung. Oh, geil, ich hab Angelgeräte wahrscheinlich jetzt erhalten. Da steht's da wieder. Oh, sie sind ein bisschen dreckig. Lass, ich kümmere mich darum. Okay, es ist noch im Rahmen. Gib sie mir rüber, die Käferdose und die Angelausrüstung. Ja. Ich mach sie sauber, sprich mich später darauf an. Was mache ich in der Zwischenzeit? Willst du speichern? Ja, bitte. Oh Gott, du kannst es. Ich kann speichern, geil. Ja, dann würde ich sagen, da sind wir auch am Ende der ersten zwei Folgen angekommen. Richtig. Und das ist vielleicht auch gut so. Ja, ich denke auch. Ach, gut. Gespeichert, cool. Oh. Haben wir es gespeichert? Ja, haben wir. Ja, gut, dann würde ich sagen... Wir haben gespeichert. Wir haben gespeichert. Nachher kommen noch so Schneelandschaft und Lava und du darfst... Ich will wissen, ich würde nicht drauf wetten, dass du das Spiel durchhältst, aber doch, du hältst das durch. Selbst wenn, ja, was, so eine kleine Randnotiz können wir da machen, wenn das Spiel echt zu langweilig werden sollte, dann machen wir natürlich Schluss oder ich bring mich um oder sowas. Ja, richtig. Ich will es auf jeden Fall mal versuchen, das Spiel zu Let's Play, weil das hat, glaube ich, noch niemand vor mir gemacht. Das wird auch niemals jemand freiwillig tun. Was heißt überhaupt, ich glaube, nein, ich weiß es. Niemand würde so. Das ist ja selber mit Löwenzahn. Ah, gut. Genau. Danke dir, Pai, dass du mitgemacht hast. Ja, immer wieder gerne. Ja, vielleicht sehen wir dich ja mal wieder in diesem Spiel. Vielleicht, ja. Oder wahrscheinlich bist du auch einfach nur froh darüber, dass du dich davor drücken kannst. Nein, du darfst mich einfach nicht fragen, ich sag sonst immer ja. Okay, gut. Ich werde dich einfach wieder fragen. Ja, scheiße. Okay. Alles klar. Ich bin bereit dafür, ich stelle mich der Gefahr. Das ist auch gut so, das war ja ganz lustig gewesen. Gut, Leute, ich sehe euch nächstes Mal bei Pets Katzenfreunde und ich bin tot. Ja. Ciao. Tschüss. Ich sterbe. Hast du. Ja, vorbei. Gott sei Dank. Endlich. Es waren schon zwei Folgen, oh Gott. 26 Minuten 20 haben wir aufgenommen. Ja, das sind ja. Ich drück auf Schluss. Oh Gott, ey. Du wirst einfach nur vollgelabert, antwortest immer mit Ausrufezeichen, Fragezeichen und dann musstest du irgendwo hinlaufen und irgendwas ausbuddeln und. Oh. Mal gucken, was noch draus wird. Das ist ja noch der Anfang. Vielleicht geht da voll die Action ab. Kriegst du noch so ein Laserschwert und so. Ja, das glaube ich aber nicht. Achso, kann ich gucken. Und ich will auch jetzt erstmal die Outer City-Datei vielleicht stoppen.